Als ich von 2013 bis 2016 als Lehrer an einer Berliner Schule gearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass eine ganze Menge junger Menschen, Jugendlicher, Soforthilfe geleistet haben. Sie engagierten sich in Flüchtlingsheimen, sie übernahmen Patenschaften für Kinder aus Familien von Geflüchteten. Sie engagierten sich sozial, lokal, vor Ort, temporär. Sie wollten die Verhältnisse der Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind und hier Zuflucht gesucht haben, verbessern. Und mir ist aufgefallen, dass dieses soziale Engagement positive Resonanz hervorrief. Sie haben viel Anerkennung erfahren für ihr soziales Engagement. Und gleichzeitig habe ich im Laufe der Zeit erlebt, dass viele junge Menschen nicht mehr nur sozial engagiert sein wollten. Viele junge Menschen wollten an den politischen Verhältnissen etwas ändern. Soziales Engagement wurde an vielen Stellen politische Partizipation, politische Aktion. Sie organisierten sich basisdemokratisch. Und sie wollten sich auch an ihren Schulen politisch engagieren. Und ich erlebte in dieser Zeit, dass die Stimmung kippte. Dieses politische Engagement, die politische Partizipation fand nicht mehr so viel Anerkennung. Im Gegenteil, viele Schülerinnen und Schüler stießen auf große Widerstände in dieser Zeit. Und gleichzeitig ist mir als Politiklehrer aufgefallen, dass ich auf eine solche Situation kaum vorbereitet war. Dass in meiner didaktischen Ausbildung als Politiklehrer so etwas wie selbstbestimmte, selbstorganisierte politische Partizipation von jungen Menschen, von Kindern und Jugendlichen kaum eine Rolle gespielt hat. Und das war für mich einer der Beweggründe, der Schule nochmal den Rücken zu kehren und an die Universität zu wechseln. Ich bin dann an die Leibniz-Universität Hannover gegangen und habe dort eine Studie begonnen, in der ich untersuchen wollte, inwiefern eigentlich durch reales, politisches, selbstorganisiertes Handeln von jungen Menschen Bildungsgelegenheiten geschaffen werden. Inwiefern politisch Bildung gelingen kann durch Selbstorganisation, durch politisches Handeln, durch politische Aktion von jungen Menschen. Ich habe Jugendliche in der ganzen Bundesrepublik interviewt, ich habe Protestaktionen begleitet, habe an Plenumssitzungen von Jugendbewegungen teilgenommen und habe junge Menschen gefunden, die sich gegen Rassismus engagieren, die sich für den Erhalt des Klimas und den Klimaschutz insgesamt engagieren. Ich habe junge Menschen gefunden, die sich kapitalismuskritisch organisieren oder globalisierungskritisch. Alle Kinder und Jugendlichen, die ich interviewt habe, alle Schülerinnen und Schüler, die ich interviewt habe, waren nicht konspirativ aktiv. Ihre Plenumssitzungen waren öffentlich. Ihr Ziel war immer, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit ihren politischen Botschaften. Und ihr Ziel war eben auch, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, in der sie sich befinden. Dinge zu hinterfragen, kritisch, reflektiert, auch Machtverhältnisse in Frage zu stellen. Eine der zentralen Erkenntnisse meiner Untersuchung ist, dass wir in der politischen Bildung zu wenig Aufmerksamkeit auf solche Bildungsprozesse lenken. Die politische Bildung ist eine relativ junge Disziplin, die sich gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten sehr stark entwickelt hat. Wir sind längst weggekommen von einer Institutionenkunde, bei der wir ausschließlich die Verfahren der repräsentativen Demokratie vermitteln wollen oder die Institutionen, Parteien, Strukturen. Längst haben wir verstanden, dass wir in der politischen Bildung mehr machen müssen. Wir müssen analytische Fähigkeiten stärken. Wir müssen Orientierung und Orientierungshilfen leisten. Wir müssen den jungen Menschen ermöglichen, sich ein politisches Urteil zu bilden. Und wir müssen sie handlungsfähig machen. Und gerade bei der Handlungsfähigkeit bleiben wir in der Regel bei simulativen Prozessen stehen. Wir üben so etwas ein wie Planspiele oder Podiumsdiskussionen. Aber tatsächlich reales politisches Handeln erfahren die Schülerinnen und Schüler in der Schule nicht. Und sie werden dabei auch nicht durch politikdidaktisch konzeptionalisierten Unterricht begleitet. Ich habe insgesamt 17 Interviews geführt, ich habe hunderte Plenumssitzungen, Protestaktionen, Demonstrationen, Blockadeversuche von jungen Menschen begleitet. Und vor allen Dingen aus den Interviews konnte ich rekonstruieren, dass die jungen Menschen auf allen Ebenen, die wir im Feld der politischen Bildung diskutieren, Bildungserfahrungen sammeln. Es ist nicht immer die Suche nach dem Konsens, die uns in einer Demokratie weiterbringt, sondern es ist auch die Auseinandersetzung mit den Strukturen, die uns umgeben. Und der Protest, die politische Aktion, ist ein Zeichen dafür, dass die Welt veränderbar ist. Nicht unbedingt die globalen Ziele, die die jungen Menschen verfolgen, können sie erreichen. Aber sie merken, dass sie die Welt verändern, dass sie die Welt bewegen. Das haben wir zuletzt bei Fridays for Future erlebt. Aber auch in kleinen Protestbewegungen von jungen Menschen vor Ort beschreiben die von mir interviewten Jugendlichen, dass sie genau das erleben. Dass sie erleben, dass ihr Protest etwas bewirkt und sei es nur, einige Menschen zum Nachdenken anzuregen.
Sie erfahren so etwas wie politische Selbstwirksamkeit. Und sie beschreiben gleichzeitig, dass die Schule ein Ort ist, der ihnen das nie ermöglicht hat. Ganz gezielt habe ich bei meiner Studie Schülerinnen und Schüler befragt, die außerhalb der Schule aktiv sind und Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der Schule sich organisieren. Und vor allem die Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der Schule überhaupt keine Freiräume gefunden haben, die keine Möglichkeit gefunden haben, sich dort politisch zu emanzipieren, politische Partizipation selbst zu organisieren und auch politischen Protest zu organisieren und zu leben. Vor allem diese Schülerinnen und Schüler erleben auch so etwas wie Vereinsamung, Verinselung in ihrem politischen Protest. Eine der zentralen Erkenntnisse aus meiner Studie, die Schule muss eine politische Schule werden. Wir brauchen die Schule als einen politischen Sozialisationsraum mit all den Unwägbarkeiten, die damit verbunden sind. Ja, wir werden dann in der Schule auch erleben, dass verschiedene Arbeitsgemeinschaften sich gründen und dass möglicherweise Schülerinnen und Schüler am Nachmittag oder in den Abendstunden in der Schule politisch diskutieren wollen. Dass das, was mittlerweile in einigen Landesverfassungen und Schulgesetzen verankert ist, so etwas wie der Schulfrieden oder der Bildungsfrieden, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle gefährdet wird. Aber Demokratie lebt zwar von zivilem Frieden, aber sie lebt eben auch von Konflikt, vom Austausch. So entwickelt sich Demokratie und Gesellschaft. Und das müssen wir auch in der Schule wieder ermöglichen. Ich glaube also, wir brauchen eine politische Demokratiebildung, die besteht aus Politikunterricht, der didaktische Konzepte vorhält, der politisches Handeln auch simulativ erfahrbar macht, aber der auch bereit ist, reales politisches Handeln von Schülerinnen und Schülern zu begleiten, pädagogisch und didaktisch. Wir brauchen politische Demokratiebildung, die die Schule insgesamt als einen politischen und demokratischen Sozialisationsraum versteht. Wir brauchen so etwas wie demokratische Schulentwicklung. Und wir brauchen in der Schule Freiräume für politisches Handeln, Arbeitsgemeinschaften gegen Rassismus, aber auch möglicherweise Arbeitsgemeinschaften für den Klimaschutz oder auch kapitalismuskritische Arbeitsgemeinschaften. Auch das kann und darf unsere Demokratie aushalten. Wenn euch dieses Video hier interessiert hat oder wenn ihr noch mehr zu politischer Bildung, zu meiner Forschungsarbeit, aber auch zu anderen spannenden Projekten im Feld der politischen Bildung erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, wenn ihr hier unten auf Abonnieren klickt, wenn ihr ein Like da lasst und gerne auch in den Kommentaren beschreibt, was euch für Fragen nach oben treibt, wozu ich vielleicht mal ein Video machen soll. Ich freue mich darauf, auf weitere Videos. Bis bald.